Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist ein weiterer Let's Play-Part von GTA 5. Seit der letzten Folge bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren, hab geschimpft bekommen von meiner fetten Ehefrau, hab mir ein paar andere Sachen angezogen und bin dann eigentlich auch schon wieder zurückgegangen zum Auto. Ich habe euch die Viertelstunde aber zusammengeschnitten, weil das vom Story-Ablauf nicht so interessant war. Ich wünsche euch jetzt wie immer viel Spaß hierbei. So, das BZ-Gas ist bei H irgendwas unterwegs. Okay, wir fahren mal, ist das H5, HS oder was? Ich weiß nicht. Wir fahren auf jeden Fall mal darüber und hoffen mal, dass wir das abgreifen können. Das ist irgendwie immer, naja, ich hoffe mal, das ist nicht so blöd gemacht. Ich wollte gerade sagen, das ist immer blöd gemacht. Aber das passt diesmal, ich weiß das. So, muss hier runter? Ja, hier runter ist richtig anscheinend. Mann, du kannst dich so verfahren hier auf diesen Freeway-Scheißstraßen, oder? Das gibt's gar nicht. Rauf, runter, Brücke, hin, her. War das der richtige Weg? Naja, auf jeden Fall hat das Navi das so angezeigt jetzt. So, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Mal gucken, wie wir das Ding einholen. Nicht, dass uns das irgendwie abhaut oder so. Kann das abhauen? Das wäre überhaupt die Frage. Oder fährt das hier so oder so stundenlang durch die Gegend, bis man einfach angekommen ist? Aber da es irgendwie schon Missionen gibt, die scheitern können, stelle ich mir jetzt mal einfach vor, dass das hier auch passieren kann, wenn er irgendwie einen Hafen erreicht oder was weiß ich. Ich hupe einfach mal. Hupen hilft im Allgemeinen, wenn man zu schnell fährt. So, und ich finde, ich fahre auch ganz gut. Ja, also ganz viele. Ja! Ras mal schneller, du musst kreuz und quer und alles platt fahren und so. Aber ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt hier 100 Unfälle baue, bin ich da auf gar keinen Fall schneller, ey. Das kann mir doch keiner erzählen. Wenn ich hier so die ganze Zeit crashen würde. Ich find's gut so. Vielleicht hätte ich mir lieber besser ein Taxi genommen, um das Ding zu verfolgen. Da wäre ich vermutlich schneller gewesen, als hier so querfällt ein. So, aber gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Jetzt geht hier so ein kleiner... Uah! Ich würde sagen, kleiner Schlenker nach rechts und dann links abbiegen. Vermutlich hier jetzt, oder? You define everything that's wrong with this place. Oh nein, wo ist das Ding? Mann, das haut immer ab! Ey, wieso ist denn das jetzt da? Wollen die mich verarschen, oder was? Oder ist das immer fett? Das ist immer so eine fixe Strecke. Und wir haben es jetzt wirklich verpasst. Oh, ich hasse die Mission jetzt schon. Die ganze Zeit rase ich nur hin und her. Was soll ich euch da in der Zwischenzeit alles erzählen, außer dass wir Auto fahren? Ja, wir fahren jetzt mal Auto. Jetzt, pass auf. So, hier noch den Kollegen hier überholt, rumgeeiert. Hier geradeaus am Burger King an der Tankstelle vorbei. Und dann geht's hier vorne gleich am Klamottenladen nach links. Und dann auf der rechten Seite ist dann auch wieder ein Schuhladen zu sehen, wie ich gerade hier auf der Karte bemerke. Ich fahre mal durch den Gegenverkehr, versuche so ein ganz klein bisschen... Geschwindigkeit gut zu machen, ein bisschen geslidet, ein bisschen zu viel. Er übersteuert hier den Wagen und nimmt sich damit jegliche Chance, ordentlich an sein Ziel zu kommen. Er versucht hier das Blümchen zu fangen, womit der zu verfolgende Wagen mit dem Kennzeichen H markiert ist. Ich verstehe das nicht, ey. Achso, der Wagen fährt gegenüber. Ah! Okay, ich muss drehen. So, das war mir jetzt egal. Das war mir jetzt fuck egal. Da, das grüne Ding. Jetzt könnt ihr euch die Linie auch auf der Markierung packen. Schieße die Türen auf oder zerstöre den Transporter. Wie soll ich den zerstören? Wie soll ich die Türen aufschießen? Pull over right now. Was denn? Ihr fährt nicht noch weiter, oder? Kann ich jetzt, was mache ich jetzt hier? Was mache ich jetzt hier? Scheiße. Habe ich irgendwie schlecht festgesetzt, oder die Karre? Ich fahre mal eben mein Audi beiseite, so. Zack. Los, spring schon aus. Mach hier Action-Moves. Was ist denn hier für einer? Oh Mann, den habe ich wirklich versemmelt, würde ich sagen, oder? Ich ziehe den mal raus, mal gucken. Vielleicht kann ich ja noch fahren. Ach, das fährt noch, natürlich. Meine grünen Bullen schießen hier auf mich. Und viele Bullen hier auf mich schießen. Unglaublich! Und jetzt mit einem geschickten hier, mit einem ganz schnellen Move, habe ich jetzt das Auto geklaut.
Jetzt müsste ich mir nur noch mit diesem wahnsinnig schnellen Wagen aus der Gefahrenzone bringen und ich werde vermutlich sofort unerkannt sein, weil das ist hier ganz einfach, hier mit so einem Dingen aus der Fluchtlinie zu verschwinden. Ich versuche hier mal auf eine Baustelle einfach zu fahren. So, das war doch mal jetzt mal eine Flucht, oder? Schön hier so in die Grube hinein. Ich finde, das war fantastisch! Jetzt will ich hier mal einen großen Applaus von euch hören. Für diese fantastische Leistung. Wir haben noch zwei Sternchen. Während die zwei Sternchen sind, stelle ich mich mal hier hin und überlege, ob ich wirklich schnell speichern kann, oder? Liefern den Transporter bei der Textilfabrik an. Jetzt ist nebenan gerade mein Monitor ausgegangen. Jetzt müsst ihr mich eine Sekunde entschuldigen. Und zwar jetzt nicht der Gameplay-Monitor, sondern der Monitor, wo ich das, das Gameplay sehe. Naja, ich fahre schon mal. Der müsste jetzt gleich eigentlich wieder angehen. Hoffe ich mal. Ja, jetzt kommt er langsam wieder. Und los geht's. So, jetzt können wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Wie fantastisch! Aber die Bullen haben jetzt nicht so gerade irgendwie... Wollten mich jetzt gerade nicht so einholen. Der gelben Linie müssen wir folgen, okay? Okay, dann folgen wir mal ganz kurz der gelben Linie. Wie sollte man denn die Türen aufschießen? Hinten die Türen oder was? Das habe ich jetzt nicht... Jetzt, Entschuldigung, danke Bob, dass ich hier bei dir an der Baustelle halten durfte. Kein Problem, kein Problem. Das haben wir gern gemacht für ein schönes Let's Play. Da geht das schon, okay. So. Ich fahre jetzt sehr unauffällig mit diesem Riesentransporter, so dass mich keiner bemerkt. Ich muss aber auch jetzt gestehen, ich fahre jetzt gerade schon Vollgas. Das ist jetzt nicht gerade das Need for Speed Mobil. Ja, das geht hier jetzt ein bisschen gemächlicher zu. Wie viele Minuten fahren wir jetzt schon Auto? Ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Handlung oder ein bisschen rumlaufen. Das reine Autofahren ist dann doch ein bisschen dröge. Aber das habe ich ja schon oft genug gesagt, oder? So, aber da sind wir schon. Da ist die Textilfabrik. Ist das eine Andeutung auf irgendwas? Der Name davon? Mir sagt das jetzt nichts, muss ich gestehen. Jetzt ist da so ein Linienbus. So, hey, hau ab, du da. So, mal gucken, ob ich den da wieder unter die Brücke fahre. Das war ja auch beim letzten Mal das Versteck von dem Moskito-Wagen da, von unserem Unkrautvernichtungsdienst. Ah ja, da sind wir. Sehr cool gemacht, yeah. Lester wird angerufen. Hey, Lest, I got the good night gas. That's everything we need. Guess. I'll put out word that the score is ready to go. Geil. Es geht schon los, oder was? Achtung! Auf dem Speicherplatz für das automatische Speichern befindet sich der Spielstand automatische Speichern. Buckstars Ausrüstung 11,9% gespeichert am 11.22.5. Das stimmt nicht. Willst du die Daten auf deinem aktuellen... Ja, möchte ich! Ja, komm, gib mir alles. Gib mir alles, Baby. Speicher das. So. Es wird Nacht. Der Juwelenraub beginnt. Now we all know why we're here. We've got a store to take. Ja, wir räumen meinen Laden aus und der Plan ist simpel. Elegant. Hören wir, was Lester uns zu sagen hat. Und wenn wir seine Infos genau beherzigen, werden wir alle dran verdienen. Wenn wir es vermasseln, naja, ihr wisst schon. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. It's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but... You should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Let's go. Ich würde sagen, wir versetzen alle in Schlaf und vermutlich erschieße ich dann trotzdem wieder alle. Paige, you're in the truck with the bikes. Gus, Eddie, you're in the van, alright? Okay, steig in den Wagen. Das mache ich. Ich habe mir noch die Blümchenmarkierung. Das ist irgendwie auch so süß, dass sie so ein Blümchen gewählt haben hier bei GTA, oder? See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. Ah ne, ich fahre vermutlich mit dem Buckstar-Auto. Fahre ich mit meinem Auto? I'll drive the van. It's what I'm paid to do. Oh, okay.
Wer fährt hier noch mit mir? So, alles okay, Leute? Es geht los zu unserem All right, you got ersten. It down? I got ja, ich glaube dir. Because ja, you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen, okay. I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. What you got to worry about? I don't know. I ain't done any real work in years, you know? So I'm giving half the take to guys who are supposed to be the best in the business. Das war, ich hab rechts geblinkt. Then it's all taken care of. You on top of shit? Yeah, do I need to give 12% to a gunman? 14% to a driver? 15% to a hacker? And that's on top of all the other outlays. I feel like a chump buying myself a score. Shit. I guess we'll find out if they worth it, right? Je öfter du Crewmitglieder einsetzt, desto besser werden ihre Fähigkeiten und ihr Anteil erhöht sich dadurch nicht. Das ist ja nett. Ich überhole euch mal hier vom Bugstars, Jungs, oder? Gib mal Gas hier, wir wollen hier... Wir wollen... Oh, hier an der Bullerei vorbei. Achtung, ganz langsam. Rolling, 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 rolling. So, weiter geht's hier in Los Santos. Ey, ich war schon wieder wie besoffen. Gleich werden wir angehalten wegen Trunkenheit am Steuer und nicht wegen Raubüberfall. Boah. Die Schleuder fährt aber auch wieder. Hauptsache, ich kriege immer den Volvo ab, oder? Ah, so wird Zeit, dass wir uns dicke Autos kaufen können. Erster Banküberfall und dann geht's rund hier. Ah, nee, ist ja gar kein Banküberfall. Wir rauben ja einen Juwelenladen aus. So, passe ich hier durch? Ja, dann passe ich durch. Wir wollen ja nicht unseren Wagen beschädigen, den wir vielleicht noch zur Flucht brauchen. Ist das so? Ich weiß es ja nicht. Es könnte aber sein, dass wir den zur Flucht brauchen. Schleudert auch nicht so schön die Kiste. So, jetzt aber nach so langsam. Werde ich hier oder was? Ja. Ja, ja, fucking Kork selber. Leck mich doch her. Wo muss ich hin? So, nach stundenlanger Autofahrt. Jetzt geht's endlich. Endlich missionsmäßig weiter. Boah, da freue ich mich so drauf. Das geht echt gar nicht. Ich hoffe, das geht euch halbwegs genauso. Right, this is it up there. There's a way through the site up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Ja, du bist cool, ich weiß. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht die ganze Zeit, ach, wäre noch schön, die ganze Zeit Auto gefahren, das wäre total toll gewesen. Was denn, wo muss ich ihn packen? Hier irgendwo oder was? Alter. Ah, im Gegenverkehr natürlich. Das, wenn das nicht mal ein Knöllchen gibt. Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. So, begib dich aufs Dach. Okay. Excuse me, Exterminator. Hey, Bugstar Exterminator. That suits us. Come on, yes. Get up to the roof. Ja, ich beeil mich ja schon. Ich bin auf dem Weg nach oben. So, okay. So. Wohin? Daher. Hier geht's raus. Wofür ist dieser blinkende Kreis? Ist das... ist das Aufmerksamkeit? Guck mal, wenn ich stehen bleib, sinkt der weg. Und wenn ich wo drüber kletter, wird der tierisch groß. Aber hier oben ist doch eh keine Sau, oder? Wir hätten da gerade gesungen. Ich laufe einfach mal. So, Treppe rauf. Almost there. We're in position, waiting on your signal. Just gotta get where I can throw this. Okay, ich gehe mal zum gelben Punkt. Das ist das, wo ich auch die Fotos gemacht habe, oder? So. Hey, kid, something go wrong? Nein! Halte LB gedrückt und wähle mit R das BZ-Gas aus. So. Jetzt halte LT gedrückt und drücke R, um zu werfen. So, muss ich jetzt genau so da reinwerfen? Oder wie? Eine reicht? That was it. They going out. Oh, nur noch eine, was meint ihr? Do you love her? Well, I love her a lot. I wasn't thinking it was... Well, think about it like this. I mean, I always say that
I told them to fix that goddamn AC. What's going on? Alle down. So, meine Freunde. Jetzt gibt's hier einen kleinen Besuch von uns. Okay, go, 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 go! Give me the loot, bro! Oh, die guten Dinger sind hinten irgendwo an der Kasse gewesen, glaube ich, ja. I've been able to get you around a minute and a half before the alarm will reset itself. 90 seconds? Alright, that's why we pay you what we do. Hey, we got more than enough time to clean these people out. Let's do it! 120 remaining. Let's go, let's go! We're almost out of here! How you doing over there? A minute left. Jetzt raus. Nice work, man. There's a reason you're paid what you're paid. Here we go. How we doing? How we doing? 50 seconds. 50 seconds. So, und jetzt raus. Und raus. All right, that's our target. Keep it up. See how much we can get. So for the last time, move it. Man, get the fuck out my face. You forget 1,000 things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. Woohoo! Hat geklappt? Warum haben wir den nicht gekillt, ey? Sind wir bekloppt? Wohnen sie nicht schnell, ey. Wow! Ich hab alles im Griff. Ja, da war die Zeit nur mal wichtig. Glaube ich. Oh, ist das cool. Ich kann den Text nicht lesen, wenn ihr was lesen wollt, lest selber. Ich muss mich gerade aufs Fahren konzentrieren. Oh nein, 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 nein! Ach, scheiße. Trotz Zeitlupe, ne? Scheiße. Mann, eiert das Ding jetzt. Besoffen oder was? Hatten die auch einen Unfall oder was? Warum sind die jetzt noch hier? Ach, das ärgert mich ein bisschen, dass ich da oben da so reingekracht bin. Bisher lief der Überfall doch gut, oder? Vielleicht nicht so viel mitgenommen, aber lieber so, sichere Art und Weise. Rein, raus, kein Stress. Rein, raus, kein Stress. Merkt man, dass ich kein Trials-Fahrer bin, oder? Was? Wie, die wissen, wo wir rauskommen. I'm here! Keep driving! Keep driving! The bars on this truck should help us with the cops! Schalte die Cops aus, bevor die... Oh Scheiße! Nein, 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 nein! Ich glaube, das war's. Kann ich da rüberfahren? Ne, das sieht nicht gut aus. Doch, ich bin noch mal im Rennen. Ach ja, ich beeil mich ja schon. Die Scheißkarre ist da oben drauf hängen geblieben. So, läuft doch. War jetzt nicht so perfekt gemacht, aber wir sind auf der sicheren Seite. Genau so, will ich. Looks clear to me. Fine work, boss. Alright, we're clear of the cops for right now. Let's stop at the end of the river and we'll get the bikes into the truck. Ja, der LKW war so unauffällig. Oh! Ich hoffe, ich habe keinen über den Haufen gefahren. Jetzt kommt Männer, rein da. Ah, es läuft, es läuft.
Lester's around the corner at the lockup. So, Crewmitglieder sammeln Erfahrung mit jedem Raubüberfall, an dem sie teilnehmen. Und die Fähigkeiten der Crew haben sich verbessert. 25%. Gut, begibt sich zur Garage. Also ab geht's zu Lester, oder? So, da-di-da-di. Erster Raubüberfall gelungen. Und ohne Chaos. Also ohne große Chaos jetzt. Vielleicht hier mit dem Wagen noch ein bisschen. Aber, wow, wie geil. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. Hey, man. All right. Woo! We did it. You know what I'm saying? Woo! I might just be able to send my kids to college. I won't say it went off without a hitch, but it went off. Lester. Ich komm schon. Come on, nothing to see here. Erreichen. Call your gym guy, Lesty baby, cause we got merchandise. Sind wir hier richtig, oder was? Ja. Perfekt. Woo! Alright, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. Alright, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. All right. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Geil. Wir haben's geschafft. Wir haben's echt geschafft. Wie geil. So, wollen wir mal gucken. Was? Oh, Erfolg freigeschaltet. Hart wie Diamant. Schön. Das war, glaube ich, mein erster Erfolg, oder? Mein zweiter? Ich weiß gar nicht. Ich check sowas irgendwie nie. Das interessiert mich meistens auch nicht. Bisschen zu viel Black Screen für meinen Geschmack. Ah, Raubüberfall ausgeführt. Der Juwelenraub. Geld wurde gewonnen. 4.563.966. Und, Madrossos Zahltag. Minus 2.5 Millionen. Okay, Schnellzugriff. Schützlinge beschützt. Und saubere Sache 16 von 20. Vermutlich habe ich, was bedeutet 16 von 20? Dass ich 16 Vitrinen von 20 ausgeraubt habe? Ich weiß es nicht. Abgeschlossen Silber auf 84%. Ich muss sagen, meine lieben Freunde, ich bin absolut zufrieden mit diesem Ergebnis und ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Minuten wir genau aufgenommen haben. Ich würde sagen, oh, es geht noch ein bisschen weiter. Nee, es geht nicht weiter. Jetzt mache ich eine Pause und ich finde, das war in sich eine sehr schöne, in sich geschlossene Folge, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und haut rein.